Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Game Dev Tycoon. Ja, wir haben hier eine neue Nachricht bekommen. Die M-Box wird nicht mehr länger unterstützt. Wir haben 5 Spiele veröffentlicht und 331,9 Millionen eingenommen. So, ich bitte jetzt schon mal zu entschuldigen, falls das Mikro manchmal übersteuert. Ich teste gerade etwas Neues aus. Zumindest jetzt für die eine Folge. So, die wollen den Quellcode von der Engine 8. Die ist noch relativ neu, die möchte ich nicht verschenken. Also wir verkaufen sie mal. Wurde mit negativen Antworten unserer Fans aufgenommen. Insgesamt haben wir 4000 Fans verloren und 130.000 eingenommen. Okay, das hat sich jetzt kaum, das hält sich kaum die Waage. Aber ich möchte sie auch ehrlich gesagt nicht einfach so weggeben. Gut, der Hype ist relativ hoch, der Markt hat sich normalisiert. Und wir können das Spiel rausbringen, der Hype war gerade schon wieder im Sinken. Und wer sich fragt, warum sich meine Stimme vielleicht ein bisschen tiefer anhört, ist es früh am Morgen. Aber ich hatte einfach mal Lust aufzunehmen. Ich habe ja jetzt sowieso frei. Benjamin Bowen, Level 8. Okay. Ansonsten nichts. Benjamin Bowen, 87.000. Yep. Ist okay, was machen wir denn jetzt mit euch? Also du kannst hier mal Spieleberichte erstellen. Ich glaube, wir haben jetzt... Moment, das haben wir doch gerade eben erst noch rausgebracht. Nee, dann keine Spiele. Kein Spielbericht machen. So, die Bewertungen sind da. Oh, eine 8. Eine 8 ist schon mal halbwegs okay. Noch eine 8. Aber was heißt halbwegs okay? Ist überdurchschnittlich eigentlich. Eine 7. Also, es ist kein Kracher gewesen. Aber die Bewertungen sind in Ordnung. Von daher bin ich damit zufrieden. Was machen wir mit euch? Ihr müsst eigentlich immer noch weiter trainieren, ne? Oh, wir könnten Bill J. Allen zum Dialogespezialisten machen. Ich glaube, ich mache das. Ich will einfach nur einen Spezialisten haben. Man braucht nur 90 Technologiepunkte für Dialoge. Tatsache. Wer hat die denn bis jetzt immer gemacht? Ich weiß gar nicht, wer bis jetzt Dialoge gemacht hat. Aber okay, Bill J. Allen wird unser Dialogespezialist. Und der Rest, was machen wir mit dem Rest von euch? So, wir haben über 500.000 Stück verkauft. Das ist ja, das geht bis jetzt. Oh, und hier sieht man gerade das Grid-Einkommen. 243.000, das ist in Ordnung, würde ich mal behaupten. Dafür, dass man das monatlich irgendwie so kriegt. Wir könnten mal eine Auftragsarbeit machen. In der Zwischenzeit. Spielgrafiken. Hilf einem Projekt mit ein paar Grafiken aus. Ja, macht das mal alle. Über 1 Million verkauft, alles klar. Wie, das war's jetzt schon, oder was? Ja, komm, wir machen mit. Oh, jetzt habe ich den aus Versehen geboostet, wollte ich gar nicht. Dann macht halt jetzt hier noch eine. So. Theoretisch kann man sich, glaube ich, die ganze Zeit über hier mit Auftragsarbeiten über Wasser halten, oder? So. Ja, danke schön. So, alle sind fertig. Dann Bill J. Allen. Hier steht jetzt auch Dialoge. Okay, dann machen wir mal eine Fortsetzung. Ah, das gefällt mir irgendwie alles gerade nicht. Wir könnten mal Knackis wieder raushauen. Aber nur als Simulation. Ich würde mal sagen, obwohl Simulation-Rollenspiel ist sogar... Das war eine gute Kombo, das ist jetzt eine großartige Kombo. Ich würde sagen, dann lassen wir es auch dabei. Nennen das Ganze Knackis 2. Und wir bringen es nur für den PC raus, würde ich mal sagen, oder?
Simulationen sind sonst ansonsten nicht so besonders gut. Mit neuester Engine weiter. 3D-Grafik V5, Entwicklung starten. Okay. Gut, wir wissen ja jetzt schon so ungefähr, was man wie braucht. In Mehrspielermodus in der Simulation braucht man eigentlich nicht. Dann nehme ich lieber den Mod-Support und die Cloud-Spielstände rein. Okay, das reicht nicht. Dann nehme ich die Cloud-Spielstände wieder raus. Gameplay ist ganz wichtig, da haben wir alles drin. Ja, kann man eigentlich so lassen. So, da baut sich jetzt auch schon der erste Hype auf. Wir machen mal eine große Kampagne dazu. Time Change 4 hat über 5 Millionen verkauft. Wow. Wie viel habt ihr denn inzwischen schon so reingenommen? 62 Millionen Profit? Da kann ich nicht klagen. Die eigene Spielemesse ist bald auch fertig. So, Dialoge sind nicht wirklich wichtig. Billiard Allen macht sie. Da war ja schon die Entscheidung richtig. Wir können euch aber ein bisschen runtersetzen. Also Synchronsprecher hätte ich schon ganz gern drin, den Rest brauchen wir nicht. Ansonsten passt das, ne? Level Design, dann nehmen wir mal die keine Ladebildschirme raus, machen lieber eine dynamische Umgebung. Easter Eggs. Ja, Minispiele brauchen wir jetzt nicht, aber so finde ich das besser. Eine Simulation darf ruhig auch mal Ladebildschirme haben. So, los geht's, weiter. Wir gehen mit dem großen Messestand natürlich zur Game Convention. So, und die ersten müssen in Urlaub. Ich glaube, ich kann euch mal eben boosten. So. Spielweltdesign ist nicht allzu wichtig. Mick. Mick, kannst du vielleicht mal die Grafik machen? Und wir machen dafür hier Spielweltdesign. Spielweltdesign, was brauchen wir denn da? Detaillierte Hintergrundgeschichte und realistisches Wetter können wir von mir aus rausnehmen. Tag- und Nachtzyklus können wir drin lassen. Ja, soweit passt das. Weil Wetter braucht man in einem Gefängnis ja eigentlich weniger. So, jawohl, wir haben mal wieder die 1,3 Millionen, dürften damit wieder der größte Stand sein. Ja, genau. So, boosten wir dich nochmal schnell. PlaySystem 3 wird in 2 Monaten vom Markt genommen. Chef, wir haben die Organisation unserer eigenen Spielemesse abgeschlossen. Cool. Das heißt, wir könnten jetzt Spielemessen selber erstellen, oder was? Das wäre jetzt Projektgröße 500, aber ich hätte ja schon Lust auf so ein MMO, aber ich glaube, wir sind dafür noch nicht gut genug. Oder Hardware wäre auch cool. Macht mal Hardware. Und ich steigere euer Budget auf 1 Million. Jetzt haben wir hier 2 neue Forscher. So.
Nein. Ah, jetzt ist ein Bug drin. Schrott. Den habe ich nicht mehr kommen sehen. Das war auch kein gutes Management, also... Ah, das wird ein Schrott. Selbstlernende KI. Höchst interessant. Ihr geht trotzdem alle erstmal in den Urlaub. So, und da sind die Bewertungen. Ja. Oh, doch noch eine 8. Hätte ich ja eigentlich gar nicht erwartet. Oh, das geht ja sogar gerade. Game Hero ist meistens ein bisschen vorsichtiger, was Bewertungen angeht. So, ihr seid alle im Urlaub. Wir können mal einen Spielbericht machen, und zwar zu Time Change. Das kam ja ganz gut an. So, eine 500.000 verkauft. Yep. Die 1.000.000 verkauft. Kritiker lobten, dass Knackis 2 eine neuere Engine benutzt als das Original, was die technische Entwicklung weiter vorantreibt. Yep. So, dann können wir euch jetzt vielleicht mal, Moment, Daltonberry, trainieren. Zu was können wir dich denn machen? Dialogespezialisten haben wir ja schon, Technologie hast du 256 und Design 509. Was würde denn so dazu ungefähr passen? Ich würde dir jetzt mal ganz spontan sagen, Spielweltdesign oder Sound. Du brauchst jetzt auf jeden Fall erstmal mehr Technologiepunkte. Ja. Das können wir eigentlich so ziemlich allen sogar geben. Trainieren. Was hast du? 795 Designpunkte und nur 107 Technik. Du wärst so ein Gameplay-Spezialist. Dann brauchst du aber noch jede Menge Technik. Und fertiger Code auf. Spielwelt, Moment. Time Change 4 wurde analysiert. Spielweltdesign ist für diese Art sehr wichtig, von Spiel sehr wichtig. Sound scheint ebenfalls sehr wichtig zu sein. Und Play System 3 und Strategie ist schlecht. Ah ja, okay. So. Mit dir können wir irgendwie hier noch gar nichts anfangen. Dann darfst du einmal hier beides trainieren. So, was machen wir aus dir? Technologie 4. Wow. Ich hätte ja Lust, dich zu entlassen. Ja. Benjamin Bowen, es tut mir leid, du warst längste Zeit bei uns dabei. Position besetzen. Ich will ein Demo spielen. Auf geht's. Was machen wir aus dir? Design 200, Technologie 600. Du könntest ein KI-Freak werden. So, und dann bleibst nur noch du. Ja, komm hier, du kriegst deinen Max-Boost. Was machen wir mit uns? Wir wollten, glaube ich... Moment. Wir wollten die Grafik machen, ne? 450, 450 jeweils. Dann trainieren wir mal alles so ein bisschen.
So, und da ist jetzt auch schon unser Kandidat. Design und Technologie recht ausgeglichen. Boah. Irgendwie keiner so dabei, wo ich sage, yep. Also, Heather Haley hat jetzt natürlich eine hohe Geschwindigkeit, eine gute Forschung, aber Technologie und Design ist dann mir doch zu wenig. Steven Burke wäre der andere Kandidat. Ich muss mir mal aufschreiben, wen ich zu was machen wollte. Nö, wisst ihr was? Wir suchen nochmal. Irgendwie haben mir die alle nicht gefallen. Und ich markiere mir mal in der Zwischenzeit schnell. Moment. Wen wir zu was machen wollten. Und ich sehe auch gerade, dass die Folge auch schon vorbei ist. Dann mache ich das gerade offline. Kann man das so sagen? Naja, wie auch immer. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich schreibe mir kurz auf, wen wir zu was machen wollen. Und dann geht's weiter. Bis dann. Ciao.